Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Altis Live mit dem Christian und dem Bram. Und dem Peter. Alter. Ich hatte gerade ein Lag, ja. Und ja, dann, mein Auto ist im Arsch. Im Ernst? Ich bin explodiert und gestorben. Jawohl. So läuft das hier. Chris wurde getötet. Alter. Wie geil ist das denn? Nicht mal geplant und so startet die Aufnahme. Hammer geil, Alter. Ich hatte einen Leak. Ich hatte gerade wirklich einen. Ja, Christian, du musst auch Sicherheitsabstand halten, ne? Ja, habe ich. 50 Meter. Ja, das kann, ich kann ja nicht vorausdenken, dass du mal so einen 5-Sekunden-Leak hast und plötzlich in mir drin bist. Ja, toll. Okay. Der wird gerade wegen rechts vor links angehalten. Willst du mich verarschen? Ja, wir haben leider keine Chance, uns zu wehren, außer Worte. Noch zumindest. Voll. Habt ihr das gesehen? Weiter ja, Straße, da steht ein Polizist. Der sieht jetzt da drei Leute Richtung Kokerfeld abbiegen. Wollte ich nochmal kurz sagen. Wo seht denn ihr den? Ich sehe den gar nicht. Der steht da jetzt auf hinter der den Bäumen. Aus deiner Perspektive. Auto. Christian! Was denn? Du bist hart in mich reingefahren. Peters Karre ist im Arsch. What? Bei mir stehe ich 10 Meter vor hinter dir. Kurve. Sobald wir den Stuff haben. Alter Bram, wo fährst du lang? Okay, und wie ist das jetzt, wenn jetzt beispielsweise die Polizei im Kokerfeld arbeitet und das steht und das ist nur einer, können wir den dann umlegen? Ja, mit welcher Waffe? Womit willst du den denn umlegen? Achso, ich dachte, ihr hättet irgendwie Waffen oder so. Nee, das ist nicht so einfach an Waffen zu kommen. Peter hat nur eine Waffenlizenz. Auch und den zusammenschlagen, genau. Also so Stiefelkreis kann man nicht machen. Du weißt schon, dass der einen MG hat, also. Ja, ich meine, wenn wir zu 14 oder so, ich meine, dann wird halt einer dran glauben, aber in dem Moment haut dem anderen einer voll über die Rübe oder so. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Okay. Ja, hätte ja sein können. Ich meine, man kann Leute K.O. schlagen, aber ich glaube, auch dafür braucht man eine Waffe. Ja, ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwie Messer oder Baseballschläger oder sowas gibt. Nee. Okay. Oh, da fragt da jemand. Jemand fragt. Peter hat einen Abgang gemacht, hast du gesehen? Ja. Das sah ganz schön abgefahren aus. Ich lebe noch, alles cool. Hast du auch den Heli? Jetzt soll ich den Heli nicht mehr. Kann die Polizei auch die Wagen von anderen Polizisten beschlagnahmen? Weil ich stehe ja, gerade vielleicht Player wieder zurückzuholen oder so. X47 dann auf. Lol. Müssen wir den kurz im Wagen reparieren? Alles cool. So, Peter, hörst du den Heli noch? Nee. Alter! Die sind explodiert, ich hab das gehört. Die Explosion gehört. Ja. Komm mal eben rechts ran. Alter Bram, was ist da gerade bitte passiert? Ich habe nur die Leitplanke gestriffen, wir waren orange und dann also waren halt die Reifen kaputt. Bist du irgendwie voll gegen den Strommasten geballert. Wir standen auf der Brücke. Ihr steht auf der Brücke an der Leitplanke. Verliert man eigentlich auch sein Bargeld, wenn man stirbt? Ja. Ja. Das ist euer toter Wagen. Ich kann natürlich nichts mitnehmen, hab keinen Platz, scheiße. Scheiße. Wollen wir da wieder hinfahren? Liegen die Sachen denn noch da? Hier fallen die Bäume um, Peter. Hier fallen echt Bäume. Ja, warte mal, Peter, hier liegt noch ein Koffer. Vielleicht können wir Geld mitnehmen. War das hier? Der fliegt weiter, oder? Weiß ich nicht genau. Spielt auch keine Rolle. Der fliegt echt weiter! Aber nice. Ich hab gerade alles weggeworfen! Ja, manchmal musst du mehr Balls haben, einfach dafür kämpfen, was du hast. Der ist weitergeflogen, Daily. Peter hat alles weggeworfen. Nee, überhaupt nicht, aber Christian hat doch nichts in seinem Auto drin, oder? Klar, sicher, das ganze Auto ist voll Koks. Das ganze Auto ist voll Koks. Ich hab 20. Christian hat am meisten. Weißt du, der hat ganz viel Koks, du hast Koks, aber die Karre stinkt, ey. Da kannst du einfach. Nee, ich hab keinen Koks. Ich sag dem Bull gleich einfach, ich hab nur um den Anhalter gebeten. Ich durfte mich hinten auf die Ladefläche setzen. Du hast doch 3 Koks in deinem Inventar. Nee, die hab ich dir doch gegeben, du Bongo. Lol. Die hab ich dir doch zurückgegeben. Ach, reines Koks. Oh, oh. Ja, Das hab ich auf der Ladefläche gefunden. Ich dachte, das wäre Puderzucker gewesen, sag ich dem einfach. Hättest du mal nichts gesagt, Peter, ey. Wer kontrolliert worden? Ja, also, ohne Spaß, das hat mir jemand in die Taschen geschmuggelt. Wo kommt das Koks in die Taschen her? Ich weiß es doch nicht. Ich bin so geil, dass Peter das ganze Zeug weggeworfen hat. Aha, die hat 3, Bram hat 4. Aber der Hubschrauber ist wirklich neben dem. Der ist quasi gelandet. Gelandet. Ja. Ja. Treffen wir uns jetzt beim Auto hinten, also lol. Alter, wer ist denn da so schnell? Wo habt ihr das gesehen? Ja. Alter, der ist ja voll durch die Stadt gebrettert. Oh.
An der... Anhalten. Alter, anhalten, anhalten, Peter. Allgemeine Fahrzeugkontrolle. Officer. Wo ist denn hier in der Stadt mal ein... Leon. Eine Tanke. Was ist denn jetzt... Schnappen Sie sich ihn. Anhalten. Was ist jetzt... Der schießt, Alter. Hier wird geschossen. Ja. Der rennt weg. Okay, den Hatchback kriegen wir wirklich nicht. Doch, den kriegen wir nicht. Guck mal, wie schnell die aufgeben, Alter. Hier fährt einer mit 100 durch die Stadt und die sagen, oh, den kriegen wir nicht. Weiß ja, wie real life. Ja, das habe ich gesehen. Der hat einmal auf den geschossen, ja. Aber gut. Ja, kriegen wir nicht. Das ist aber echt wie real life. Hadi, da vorne ist der Autohändler. Rechts von uns. Ach, lol. Unter den Zelten. Unter diesen... Ach, da. Wo ist denn hier die ATM-Maschine? Ach, da hinten. Ja, rechts da hinten. Ja, das hat er gefragt. Hab doch gesagt, sie sollen zu mir kommen. Ich wollte ihnen das nicht. Ich bin jetzt auch sofort da. Um 85 Meter. Jawohl. LOL! LOL! What the fuck? Alter! Das war ein Polizist. Oder? War das ein Polizeiauto nicht, der da reingeheizt ist? Ich hab keine Ahnung. Alter! Und ich weiß, das ist wie so ein... Mein Auto! What the fuck? Was ist denn hier passiert? Nicht hingehen, ihr sterbt sonst. Nicht hingehen. Oh, voll der Auflauf hier, ey. Packen, also weißt du, was jetzt richtig geil wäre, wenn ich jetzt Anlauf nehmen würde und man mal voll durch die Menge ballern würde? Mach das. Ohne Spaß, Hadi. Ich geb dir von dem, was ihr erzählt. Kriegst du einen Drink von mir, wenn wir das nächste Mal uns treffen. Echt jetzt? Ja, aber das Polizeiauto hat da auch geparkt. Ich dachte, da wäre ein Parkplatz dann. Aus der Karre raus, sofort. Ich muss mal kurz drehen. Ich warte, ich muss kurz Anlauf nehmen. Stehen bleiben. Hättest du jetzt echt in die Karre rein? Ja, warte, da... Ah, scheiße. Ich will das. Komm, Hadi, was hast du zu verlieren? Komm schon. Peter, ich glaube, du solltest dich da weggehen. Eigentlich, ich habe mir gerade ein Auto gekauft, das habe ich zu verlieren. Aber von Kohle, die ich geschenkt bekommen habe. Aber andererseits... Ach, scheiße, ich hätte gerne die Bullen noch mitgenommen. Jetzt steht das scheiß Auto. Naja, ich wollte mehr anders. Was ist das für eine Polizei, ey? Weißt du, die macht unsere Autos kaputt, dann wollen die den einen tasern und erschießen den aber stattdessen? Weißt du? Dann fährt hier einer mit 100 vorbei. Oh, nee, den erwischen wir eh nicht mehr. Spaß, ich klaue mir jetzt in die Tür. Das habe ich jetzt nicht gehört. Setzen Sie sich noch einmal vor meinem Polizeiauto, damit das ein Bußgeld nach sich zieht. Oh Spaß, ich hole mir jetzt einen Dietrich. Wenn ich da nicht so die Möglichkeit habe, klaue ich mir ein Polizeiauto. Ja, das Spaß, die Polizisten können nichts. Sie dürfen mich gerne durchsuchen. Sie dürfen mich gerne mal eine Runde antatschen. Sie dürfen mir auch gerne den Schritt untersuchen, wenn Sie möchten. Kann ich das also? Ihnen an die Eier packen. Das habe ich gerne. Sie sind mir aber ein schlimmer Junge. Was sagt er? Sie werden nervös, wenn wir die jetzt umrunden und einkreisen. Ah, da haben Sie was dagegen, wenn Sie das suchen. Natürlich nicht. Ja, komm, da kommt ein fetter. Da kommen zwei LKWs. Die drehen direkt um. Ich würde sagen, die LKWs. Die hauen direkt ab, wir sollten mal besser die durchsuchen. Scheiße. Ey, ich bin doch gefesselt, oder? Ich kann doch jetzt nicht abhauen! Ey, ihr müsst mich doch losmachen! Ihr könnt mich doch jetzt hier nicht gefesselt zurücklassen! Du stehst doch drauf, Hardy, geh mit doch zu. Du lässt du dann davon. Ja, wir kommen wieder irgendwann. Lol, bei mir ist der Soldat der eine bei mir Typ weggeflogen. Der eine Typ fliegt so bescheuert durch die Gegend. Der Soldat fliegt weg, aber das Ding ist doch am Boden. It needs me, ey. Ja, I must go, Junge. Ja, toll, ich hab jetzt hier noch, oder was? Ja, so, da ist der Heli bei euch auch in deinem Backpack so aus, da hast du nichts dagegen. Oh, ein Toolkit, da hab ich dann... Ah, nee, kann ich gar nicht. Das ist ja noch schön, das ist deine Uhr, brauchst du nicht, oder? Unser steht da hinten irgendwo. Kommt die Polizei jetzt wieder? Komm her! Ja. Oh Mann, ist das geil. Hau ab da jetzt! Ich glaube, der wird seinen anderen Typ jetzt auch gesagt haben, dass er... Wahrscheinlich. Der Helikopter kommt noch gerade wieder. Ja, aber wieso habt ihr denn gerade direkt wieder einen Abgang gemacht, als die Polizei kam? Natürlich, der eine von euch kennt ihn, weil der eine von euch versucht, mich abzulenken. Was?
Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja Hammer gelogen, Junge. Ich bin nur hier, um die heimische Insektenflora zu erkunden. Boah, ein seltenes Exemplar des langfingerigen Flüglers. Dieses Exemplar hat es hier seit 50 Jahren nicht gegeben. Faszinierend. Oh, da an deinem Reifen ein gelb gepunkteter Landschneckenfliegler. Da bin ich von meiner Karre. Der Elderscore, der kommt schon wieder. Ey. Sie wollen doch nur die Forschung. Der hat Peter. Was? Peter, bleib da stehen. Jawoll. Ich fühle mich nicht schuldig. Also, ja, ich habe mir die Texturen angeguckt, weil die so schön sind. Aber ich hatte... Die Texturen auch von innen zu sehen? Nein, das war nicht meine Absicht. Ja, hättest du auch schon lange wieder wegschmeißen können, Lulu. Ach, hier ist so ein Buch, ne? Autos klauen für Anfänger. Diese kleinen Liebe, die immer die gleichen Ausreden bringen. Diese haben ja ein Buch bei sich dabei. Was für ein Buch? Na, Anfänger, Autos knacken für Anfänger. Also jetzt wird mir ja aber, also ich, nee, Leute, so läuft das hier aber nicht. Das ist Justizwillkür, was mir hier gerade passiert. Ich muss echt mal überlegen, Partei zu ergreifen und zu sagen, dass der, weil das hat ja war. Aber sie haben die Wort doch anscheinend gekauft. Was für ein Buch? Klaren, altes Live-Bücherei an Kavaller-Ecke 9. Also, ich habe den Hans-Peter die ganze Zeit hier im Gras gesehen und der hat die ganze Zeit irgendwas vor sich hingemurmelt von wegen Tausendfüßler und irgendwelche Insekten, keine Ahnung, war sehr verwirrend. Hier ist vor, ich glaube der Krauts hier, Vorotax, hat den gerade umgebracht. Nee, der ist dehydriert, das sieht man doch. Lol, Bullerei. Hallo! Ja, soll die Bullerei doch mal ruhig ihre Bullerei sein. Der hat umgedreht. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Sollen wir Verfolgungsjagd machen? Geil. Und die haben direkt die Sirene angemacht und umgedreht. Können Sie bitte mal aussteigen? Und Spaß, wie auch du angehalten wirst, ey. Hallo. Da stand ein Lieferwagen, da saß einer drin. Aber Moment, der dürfte gar nicht so viel schneller sein als ich. Dann kommt das irgendwie näher. Oh Gott! Oh, jawohl! Boah! Jawohl! Voll gegen den Baum gefahren, ey! Was soll das denn? What the alleine. Fuck? Ist die Karre jetzt kaputt? Wir haben uns von der Straße abgedrängt! Das mit dem Rammen war nicht mein Fehler oder nicht sein Fehler, es ist einfach passiert. So. Ja, wieso? Ach so! Ja, dann ist er gut. Wegen der fahrlässigen Tötung. Ja, ich hab den Schlüssel, das Ding ist offen. Ich hab nur 20.000, aber... Fahr doch damit weg. Wie gesagt, ich wollte einfach nur wissen, was das kostet, weil ich ja auch noch hier die neuen Sachen brauche. Ich sitz drin, ich fahr weg. Hatte mich nur interessiert, aber na cool, vielen Dank, dann weiß ich Bescheid, dann und geh ich in tschüss. Kürkos. In Kürkos geh ich mir mal die Preise angucken. Ach, nicht so laut. Moment, dann geh ich mir in Kürkos mal die Preise angucken. Ja, ich bin weg, ich fahr jetzt einfach mal zurück in die Stadt, ja? Oder ich drehe irgendwo, keine Ahnung. Wir treffen uns in der Stadt, würde ich sagen. Mhm. Okay, perfekt. Vielen Dank. Hammer, dann brauchen wir noch mehr Geld. Ciao. Ja! Jawohl, Junge! Ich hab das Auto beim letzten Dietrich hat's funktioniert, ey. Abschließen, abfahren. Und zack ist die Karre weg. Geil. Und wir fahren mal über die Seite raus, ne? Wer mich jetzt anhält, kann auch nichts sagen, weil ich alle Dietriche verbraucht habe. Wohin fahren wir denn jetzt? Ah, doch, das war die! Wo seid ihr? Rot hinter dir. Okay, Hammer, nice. Oh, das sind gerade welche angekommen. So, ich glaube, das sind die Leute, die in die Karre gehört. Ja, deswegen würde ich mich jetzt richtig schnell beeilen, Christian. Boah, Christian, gib Gas, Junge! Wir haben die Karre vor den Augen geklaut! Hast du jetzt? Ich hab dir die abgezogen! Nee, die fahren weiter, glaube ich. Ja, aber der ist abgezogen. Ja, Christian hat Der letzte Dietrich war oh da mal wieder. Oh mein guter Gott! Guter Diener hat es, Premium. Ja, also derjenige, der das Auto knackt, dem gehört die Karre dann auch.
Alter, was macht der denn da? Ja. What the fuck? Ich hab abgeschlossen da und tschüss! Jawohl, Junge! Und weg ist die Karre, mein Freund! Und weg ist die Karre! Feine! Schnappt euch den weißen Lieferwagen und ab dafür, Leute, der steht da schon! Schreiben wir nicht so rum, okay. Sonst verstehen wir nicht mehr. Ich hab den Namen geachtet, das tut mir furchtbar leid, ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Gerade ein paar Fragen bei mir. Jetzt sagt der Vortex, oh, ja, aber wer war bei mir genauso? Ja, irgendwie so weit kommt er jetzt. Eine Runde Mitleid. Das ist Leifen, Alter. Das macht geil. Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Aber du lebst noch, oder? Ja, aber ich kann mich nicht bewegen. 500? Okay. Ich wurde umgefahren. LOL! Der hat dich voll mitgenommen. Hast du das Geld schon... Das liegt da irgendwo. Das, wo ist das gewesen, Peter? Ich bin am ATM. Direkt vom ATM. Ich hab 7... Hier ist einer, der ist am looten. Ja, ich bin der, du Lutscher. Ach so. Boah, Leute. Das war nur die Dietriche. Wo ist die Knete? Du kannst sie jetzt schließen. Es hat so eine gute Idee, dass wir in eine Gruppe gehen, wenn wir wirklich nochmal so ein Ding abziehen hier von wegen. Das spielt ja keine Rolle mit der Gruppe, aber der Vorteil ist ja natürlich auch hier. Achso. Guck mal, der 3D-Radar da jetzt. Doch, ja, haben wir jetzt PS vor uns, vor unseren Namen. Nee, Moment, ja, aber das spielt ja keine Rolle, die Leute werden ja trotzdem einzeln. Guck mal, Peter zieht voll frustriert einfach mal ab. Ah, das stimmt gar nicht. Ich stehe doch hier neben euch. Wo? Ich finde aber super, dass jetzt die Kontakte mal angesagt werden. Ey, mein Auto ist weg. Ja, das hat sich gerade geklaut, du Vollidiot. Der ist damit weggefahren. Nein. Deswegen habe ich gedacht, du wärst abgehauen. Jawohl. Ja, du bist so ein Lutscher, ey. Ohne Spaß. Aber das war ja eh nicht unser Auto. Ja, gut, okay. Aber der wäre jetzt eh despawned. Das heißt, unterm Strich, ja, haben wir es geschafft, 3,5 Millionen Autos zu klauen, haben die Mega-Fuhre mit Koks gefahren. Ja, und jetzt bleiben wir hier und kriegen jeder 12.000. Ja. Und der bestohlene Wagen wird auch noch geklaut, ey. Ohne Spaß, wir sind. Besser hingekriegt, ohne Witz, eigentlich wollte ich sagen, wir sind die absolut geilsten Verbrecher auf der Welt. Warum jetzt lassen wir uns am Ende so noch abficken, ey? Das weißt du was? Der letzte Meter, der letzte halbe Meter. Da ist ja, besser ein Klick wert gewesen, so mindestens 75.000 zu saven. Ein Klick! Ich wollte gerade klicken, aber nein, direkt weggeballert. Oh Spaß, wir hätten zum Parkplatz zu der Garage gehen sollen. Wer ist Peter denn nochmal? Panther schreibt ja, wo steht der? Premium. Hadi, jetzt hast du im Direct Channel Communications geschrieben. Außerdem. Jetzt schreibst du, dass der sowieso geklaut war, das heißt, du gibst jetzt... Ja, und wir haben doch nachher sowieso einen anderen Namen. So, alles klar? Ohlololol. Alter! Nice, wir fahren im Meer. Boah, wieso ist das jetzt schon wieder so im Rumbacken bei mir? Wir fliegen! Nein, Meer! Nein, fliegen! Nein, Meer! Straße! Fliegen! Meer! Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen... Man hört sich bei Hardy schon wieder teilweise selbst. Das ist nicht gut, Hardy, ja, bei dir. Ja, das ist echt so. Alter. Ich verstehe das nicht. Das geht gar nicht! Jetzt fahren wir durch eine Tankstelle. Ja, bei mir ist auch voll durch die Gegend am Fliegen. Richtig. Ey, warum? Darf ich mal fahren? Von mir aus gemacht. Nee, besser nicht. Blaster, dann sind wir alle tot. Warum fährst du denn zum Markt? Ich kann das nämlich gerade gar nicht erkennen. Zum Markt? Ja, wir brauchen noch neue Dietriche, oder nicht? Wofür? Wir müssen halt zum Waffenladen. Ja, okay, dann fliegen wir jetzt, also. Ah, und die Reifen sind weg. Jetzt ich brauche nicht so viel, versinkt im Boden. Ich will nur kurz wissen, ob der explodiert. Ja, das Auto ist eh weg. Also ich hab noch 69 Leben. Da steht ein dicker LKW. Jetzt bin ich im Boden versunken. Alter! Da ist der LKW hochgegangen.
an der Tanke. What the fuck? Aber geil. Komm mal, steig ein. Schnell looten. Ja, ich weiß nicht, wo ich einsteigen soll. Ja, geht noch ein paar Meter nach vorne. Ja, aber pass auf, wenn es da brennt, dann kannst du Damage kriegen. Ja, das ja, stimmt. Mir brettert aber hier nicht. Okay. Das Schlimme ist, wenn du so wenig Leben hast, das geht einem voll auf die Eier, dass die ganze Zeit der Bildschirm so rot wird. Alter, Peter, so jetzt entspann dich mal wieder. Das ist eine Simulation, ja? Das stand das doch normal. Das ist doch im echten Leben auch, wenn du dich verletzt. Willst du mir jetzt auf den Sack gehen damit, oder was? Oh oh. Alter, war jetzt ist hier voll die Party, oder was? Da steht einer auch gerade am Verkaufen. Der rennt jetzt wieder zurück. Ja, okay, der muss das so nachfüllen. Der Hubschrauber ist aber gewaltig laut. Ja, aber der fliegt drüber weg. Okay, da steht jetzt noch einer am Verkaufen. Okay, ja, go. Ja, was jetzt? Zugriff? Okay, go. Alle okay. Hinlegen. Dies ist ein Überfall. Bitte legen Sie sich hin. Sonst macht's Bum-Bum, Junge! Wo ist der überhaupt hin? Einer liegt hier am Boden. Ja, den hab ich auch schon ausgenommen. Sehr gut. Echt? Scheiße, der andere fährt weg! Er darf nicht wegfahren! Das ist der mit dem LKW gewesen. Die haben gesagt, raus aus dem Auto, fahr einfach weiter. Nein, auf mich geschossen! Ja, auf uns sind alle geschossen. Nein, nur auf Hardy. Ja, nur auf Hardy geschossen. Ja, ich war gerade voll irgendwie. Alter. Bei mir sah das in dem D-Sync erst so aus, als würde der anfangen auf uns zu schießen, wir bleiben erstmal stehen. LOL! Ja, Fritz Ferdinand ist tot. Wer hast das gemacht? Was hast du gemacht, Hardy? Ich bin ausgestiegen. Ja, aber ich warum? Dachte, wir stehen. Ja, aber ich dachte, wir stehen. Wir standen nicht. Ja, bei mir standen wir aber. Natürlich standen wir, weil Peter gesagt hat, er guckt auf die Karte. Warum steigst du dann aus? Ja, richtig. Wenn du ja, aussteigst, dann sag wenigstens an, dass du aussteigst. So, warte, dann lass mal eben aussteigen. Da liegen noch die Sachen. Ja, ich bin ausgestiegen. Krass, wo der gestorben ist, wie weit er von uns weg liegt, ey. Ja. Alter, Dorokit hat mich K.O. geschlagen. Ach du Scheiße, ich hab auch was. Ich hab Dorokit 61.000 abgenommen. Yes, ja, lass abhauen, oder? Ja, ja sicher. Boah, ihr habt geschossen! Weg hier! Einfach wo seid ihr jetzt hin? Einfach nach Süden laufen. Renn! Wo ist denn Süden? Leute, du hast mich K.O. geschlagen. Ja, dich können sie haben. Du hast ja eh nichts dabei, oder? 1145. Ihr werdet ganz ruhig gefasst! Das Gute ist, dass wir durch so viele Büsche laufen. Ja, der VA-Boss Oberst hat mich ja weggemacht. Also ich muss das Löchlein auf jeden Fall noch größer machen, das funktioniert so noch nicht. Ja, ist halt so. Schade. Aber Hardy, da ist ein Sinn hinter, und zwar, das Löchlein ist auch so klein, damit wenn das umnockst, ja, damit nichts rausfließt. Ja, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich da dran sauge, wenn den Nippeln von einer Mami, ey, aber da nichts rauskommt. Ja, ein bisschen was kommt doch, oder? Ja, aber das reicht mir ja nicht. LOL, der hat mich K.O. geschlagen, als ich in den Wagen eingestiegen bin. Oh nein, der kriegt mich... Leute, jetzt bin ich tot. Ich hab dem Typen 142.000 abgenommen. Renn! Und hat er mich wieder kaputt gemacht. Nein! Boah, ich hab beim ersten Dietrich hab ich den Schlüssel für das Ding gekriegt. Das ist doch so ärgerlich. Irgendwas tun, um zumindest Geld zu kriegen. Ich hab insgesamt hab ich noch 13.000. Fahr, Peter, fahr! Ich geb Gas! Das ist mein Auto. Oh oh. War mal ein bisschen kurviger. Die sind ja wohl. Ja. Der kam angerannt. Ey, raus aus dem Auto oder ich schieße. Ja. Ah, guck mal, was hinter uns fährt. Alter, gib Gas. Alter, what the fuck? Was ist das für ein krankes Teil? Das sind die Typen. Hau rein, Junge. Die haben gesagt, aussteigen. Die sind hinter uns her, Junge. Fahr. Ich gib Gas. Alter, aussteigen, haben sie gesagt. Ja, warte, der soll jetzt erst aussteigen. Ihr könnt unsere Nippel lutschen, Junge! Das hat man nicht. Ja. Hallo, ja, auf der geraden Fläche wissen, was wie hab die ich? Du hast ja, auf ich dem weiß. Server. So. Du hast auf dem Server den gesch. Oh oh! Alter, Junge! Wir müssen fliehen. Wir müssen rennen. What the fuck? Jetzt warte! Eben! Wann ist der Schrei? Stehen bleiben! Ich hab mir die Karre geklaut! Deine Karre ist weg, Junge! Deine Karre ist weg! Deine Karre ist weg! Nice, Bram! Sehr schön! Ja, nimm die 1300, deine Karre ist weg, du Mongo, ey!
Ich hab dem die Karre abgezogen. Der ist ausgestiegen. Ich hab gesehen, dass der nicht angehalten hat. Ja. Schade um eure Karre. Ist natürlich Pech jetzt, wa? Achso. Lol, da hinten läuft der. Alter, da hinten okay, läuft der. Alter, ohne Spaß, du musst ein bisschen schneller sein. Ja, wie soll ich mich denn mehr beeilen? Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? 60, 70. Der wird 75. Gleich die Straße hier langkommen. Ja, der wird sofort gleich hier langkommen. Okay, ja. 85. Sehr gut. Wo sind die Typen denn jetzt? Ja, ja, scheißegal. Fall mal ein bisschen rum und hup wie ein Blöden. Du musst in die andere Richtung fahren, der ist nämlich in die andere Richtung gelaufen. Ja, wenn die Polizei uns fragt, warum wir dein Auto gestohlen haben, sagen wir haben das beschlagnahmt, weil die mit Drogen am Handeln waren. Ja, du musst gleich wegfahren, wir sind schnell. Wow! Wow! Der versucht zu fliehen. Ja. Wo fährt denn der lang? Boah, der hält voll viel aus, Ash. Nein, wir sind kaputt! Oh, nee. Hast du abgeschlossen? Oh, ja. Moment. Ja. LOL! Ja, was war's denn mit der Karre, wa? Ja, Serverbann, wir kommen! Ja, ich wollte gerade sagen. Da kommt was in der Hubschrauber. Das war fail. Das war wieder gedauert hat. Kann man sich irgendwo als Rebellen bewerben oder sowas? So, Vorsicht, ich heiz jetzt voll dadurch, aufgepasst. Alter, Hardy. Alter. Bist du wirklich sicher? Ja. Alter! Alter! What the fuck? What the fuck? Alter. Scheiße, mir fehlt ein bisschen Action hier, ohne Spaß, Junge! So, jetzt geht's jetzt. Ich komm wieder übrigens. Ich könnte mir die Knarre nehmen. Ich komm wieder. Du sollst ein bisschen beiseite gehen. Ich komm wieder. Weg! So, warte. Oh! Überfall! Stehen bleiben oder wir schießen! Stehen bleiben. Aussteigen! Ja, Steigen Sie aus! Ich hab den einfach mal abgeknallt. Er hat ja nicht reagiert. Ja, ist richtig, aber ist unspaßig. Ja, ist aber richtig. Der Heli ist nicht abgeschlossen. Ja, meiner. Kannst du damit fliegen? Nö. Ja, wie der sich bewegt, der Heli bei mir. Oh. Du musst auch hochfliegen, Hardy. Oh! Oh, Vorsicht, Leute! Vorsicht! Oh, Leute. Oh! Warte! Willst du das Ding nicht lieber landen? Ich weiß nicht wie! Scheiße! Ich weiß nicht, wie das geht! Oh Gott! Ich stehe! Steht wieder. Alter! Okay, pass auf. Ich glaube, mit Q gewinnst du an Höhe. Direkt neben uns. Dann ist das nicht ein SEK-Fahrzeug. Ja, Alter. Moment. Das ist das SEK. Nimm die Beine in die Hand. Oh mein Gott! Alle auf den Boden haben sie gerufen! Der hat die Bullen zu uns geholt! Ich bin da! Wollt ihr einsteigen? Lol. Hier ist der Hunter. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, der hat mich abgeschossen. Nein, der hat dich getasert, nur alles gut. Ah, der hat mich getasert. Ich glaube, das hat mir. Oh Gott, Arsch, die suchen mich hier! Ah, nein! Hab ich doch gesagt! Leute, die schießt auf mich! Dann schießt zurück. Ja, ich kann nicht mehr rennen, Junge! Oh nein, ich bin tot! Puta madre. So eine Hure, da hat er das SEK gerufen, so ein Wichser, ey. Mann, ich sag noch zu dem, keine Polizei, an der seiner Stelle ich das gleiche gemacht. Ja, natürlich, ohne Spaß. Ey, Christian, werden dir gerade die Leviten gelesen? Christian sagt gerade Espanol. Nice, der hat gerade jemanden angefordert, der Spanisch spricht. Das ist so geil, ey. Espanol? Oh Gott, ich kann nicht mehr. Okay, Navigator.
Gott, was hast du jetzt da gemacht? Durch den Bug konnte ich mein Auto ja nicht mitnehmen, ne? Jetzt habe ich so lange gewartet, bis da einer stand und die ganze Zeit gehupt hat. Und dann, dann ist der ausgestiegen, um nachzugucken. Ich habe in seine Karre eingestiegen und abgehauen. Ich steig mal aus meinem Auto aus. Hallo. What the fuck? Hast du abgeschlossen, Hardy? Nein. Schließ ab, Hab ich. Der ist jetzt schon drin, du Idiot. Der sitzt bei ja, egal. Fahr weg, fahr weg. Fahr jetzt einfach irgendwo hin. Alter, ich häng fest. Ich kann nicht fahren. Labert er dich jetzt voll, oder was? Ja, keine Ahnung. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Alter, wie der den Wagen da steigt. Wie ich immer vergesse abzuschließen, das ist der Hammer. Oh. Jawohl! Ja, komm, gib mal Gas, Leute, ich brauch euch jetzt. Ja, ja, aber Tessi, gib mal Gas, wir fahren schneller als du. Wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Wir sind doch anderen, Hammond. Ja, gib mal Gas, wir müssen irgendwie zum Waffenhändler. Was heißt, wir haben gar keine Kohle für den Waffenladen, Alter? Oh mein Gott! Aber du warst nicht beim ATM. Dann. Doch, ja, oh Gott! Dann ändert nichts, ich hab nicht genug Geld für eine Waffenlizenz und für eine Waffe. Ah, das heißt, wir müssen zum Rebellenstützpunkt eigentlich. Hier, die kleine Straße. Oh! Oh! Scheiße, der hat Hardy eingeholt, Hardy, fahr zurück! Nice one! Nein! Oh! What the fuck? Fahr! LOL! Das kracht ich bin gleich. Ausgestiegen! Warum? Warte, bleib stehen! Ich bin aus dem Fahrzeug geflogen! LOL. Ja, der ist kaputt, der hat keine Vorderreifen mehr. Und der ist explodiert. Ups. Ich glaube, das war Dark Cry 7201. Das war aber kein. Ohne Spaß, da kann ich aber nichts für! Ich bin ganz vorsichtig gefahren! Der kommt da hinten angerannt. Hardy, komm mal rein! Wo rein? Wir stehen die Straße weiter hoch. Schnappen dir und sag dem, der soll das Auto doch vorher aufschließen oder so. Auf dem Boden, das ist ein Überfall. Schau dich um. Hab da gar nichts dabei. Ja, okay. Doch, du hast dein Auto dabei. Doch, du hast das dabei und zwar, was ich brauche, weil meine Karre ist im Arsch, ich brauch deine. Oder Toolkit. Toolkit hab ich dabei. Boah, wer hätte das nein müssen, Leute? Weißt du, was? Der hätte mich auch gefragt. Okay, da kannst du wieder aufstehen. Das ist cool. Wenn du jetzt ein Toolkit gibst, dann ist cool. Ja, komm, wo steht deine Karre? Da vorne, der rote. Oh Mann. Komm, wieder. Ja, bester Überfall ever. Leg dich auf den Boden, bitte gib uns ein Toolkit. Ich brauch dein Auto oder ein Toolkit. Ja, ein Toolkit hab ich. Ja, gut, okay, dann nehm ich das Toolkit. Hadi, klau doch, knack doch den Designwagen kurz in der Zeit. Okay, ich versuch's. Ja, mach ich jetzt auch. Alter! Was denn? Du hast mich voll weggerammt. Ich stehe bei mir. What the fuck, Peter? Jetzt musst du dein Auto aufschließen, du Neger. Oh, Scheiße. Alter! Oh nein! Oh Mann! Boah, das ist so verwirrend, wenn man ständig irgendwie Aufnahme abbricht und wieder aufnimmt. Oh Mann, oh Gott. Oh, aber jetzt ist der eh weg. Oh, was machen wir denn jetzt? Ja, jetzt ist der eh weg. Ja, genau, das ist ja, doch total Mann, scheiße. Ey, und ich hab noch eine Pistole. Scheiße. Was machen wir? Wir müssen doch irgendwen ausrauben oder jemanden erschießen. Ist mir egal. Ich geb Gas. Boah, komm, wie er Gas gibt, Junge. Ja, echt, mein Junge. Ey, oh, da kommt uns noch was entgegen. Den oh Gott! Bremst den aus! Okay! Den aus. Oh Gott! Jawohl! Warte, dem hinterher. Und dem klauen wir jetzt noch die Karre. Los, abdrängen. Ja, da vorne ist noch einer. Egal, wir wollen den Truck haben. Abdrängen. So. Wow! Alter, ich hab noch 7 live. Komm, hau den da, hau den weg. Alter!
Ich bin explodiert, sorry. Ich auch. Oh nein, ey. Boah, ohne Spaß. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Ohne Spaß, das kannst du komplett knicken. Weißt du, Christian, krank? So fing es schon mal an. Nee. Bram im Internet kaputt. Wir werden nur hart von hinten genommen. Boah, ey, das kannst du echt knicken. Ach, das ist doch scheiße, jetzt mal ganz im Ernst. Super Show, Jungs. Ich glaube, wir sind gemeint. Oh, nee. Nicht vergessen, das nächste Mal umbenennen. Ja, auf jeden Fall. Wir kommen wieder und dann natürlich sehr viel erfolgreicher. Ihr kennt uns ja. Ich habe das Gefühl, wir werden von Mal zu Mal schlimmer. Oh, ja. Das ist so eine Spaß. Was war das für eine Aktion da mit dem Offroad? Ja, ich wollte ihn ausbremsen, aber der hat sich gedacht, ich lasse mich nicht ausbremsen. Okay, komm, warte, wie kann ich hier schreiben? Side-Channel, ne? Was macht der Hammett da? Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Der ist gerade hochgegangen. Der wird geballert, oder? Oh ja. LOL, da wurde einer gefahren! Alter. Oh du Scheiße. Wieso steht denn der Kunden, Leute? Ja. Anhalten bitte! Lol, hast du das jetzt gesagt? Ja, natürlich habe ich das gesagt. Der hält wirklich an. Oh mein Gott, wie awesome! Und der wundert sich jetzt, warum die vorbeifahren. Nice, Christian. Nice, sehr nice. Ja, der SEK fährt hinter dem, hallo? Das war awesome, ohne Witz. Ich höre einen von euch bei mir voll in der Nähe, Alter. Ja. Alter, das war explodiert! Lol. Oh ja. Die wollten ihre Karre Ich glaube, die haben bei der Garage einfach auf den Wagen geschossen, bis der explodiert. Weil da hat gerade einer da hinterher geschrien, juhu. Jawohl, Lagerfeuer. Ja, die freuen sich alle. Jawohl, Lagerfeuer. Oh, das ist ein Überfall auf dem Boden. Bleiben. Auf Überfall. Boden. Auf dem Boden, dies ist ein Überfall. Auf den Boden. Wenn du den Heli startest, knall ich dich ab. Steig aus. Ich wollte sagen, eine falsche Bewegung und es knallt. Komm fest, auf den Boden. Ab. Du auch. Komm. Anhalten! Überfall! Anhalten! Anhalten! Scheiße, komm ich hinterher, das ist voll schnell! Los, es gibt Gas, Brammen! Ja, ich geb doch Gas! Wie Hardy sich durchsetzen kann! Anhalten! Ja. Überfall! Peter. Anhalten! Peter, hup mal, vielleicht bringt's aber. Los, anhalten! Ich hör mal anhalten! 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 Stopp! Sofort anhalten! Das interessiert den kein Stück. Halt einfach mal hier! Ich bin tot. Aussteigen, aussteigen, aussteigen! Nein! Nein! Darf ich mal sagen, das tut absoluter Vollspann. Das kann nicht wahr sein! Sag mal, hab ich jetzt gerade so richtig gesehen, dass wir alle drauf gegangen sind? Wir sind alle gestorben, Hardy. Ja, was kann ich denn dafür wohl? Ich war instant tot, als Bram den überholt hat. Ey, aber ohne Spaß, wie oft haben wir dazu gehabt, dass die LKWs die kleinen Autos abgedrängt haben? Und dann ist der Weiße explodiert und hat uns mitgenommen. So eine Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Tja, das hat wohl nicht so ganz funktioniert, glaube ich. Lol. Alter, da sind mehrere Quads explodiert. Hier stehen mehrere Quads rum und... LOL! Die beiden draufgegangen sind gestorben! Oh Mann, wie dumm! LOL, jetzt steigt der echt ein. Okay, mach mal den Autowagen auf, da setze ich mich hinten drauf. Ich steig aus. Jetzt auf den Beifahrer! Der ist... Nee, der ist gar nicht... Ist aufgeschlossen, ist aufgeschlossen! Ja, ich bin drin. Alter, nicht weg, wenn ich mich blank fahren! Ist aufgeschlossen! Ja? Was macht denn da? Ja, schließ doch mal auf. Alter, der explodiert ist gleich aufgeschlossen. Alles, der ist schon LOL! LOL! Alter, Peter, mach mal auf. Wir glauben, wir müssen aussteigen. Alter, jetzt explodiert der gleich das Ding! Ich weiß, ja, ich bin draußen. So. Danke! Ist der kaputt? Versucht der jetzt weiterzufahren? Was ist denn jetzt los? Ich bin ausgestiegen. Das Quad ist abgehauen gerade. Stell dich vor, aussteigen, das ist ein Überfall. Ohne Spaß, wenn du auch nur einen Meter fährst, knall ich dich ab!
fick ich dich. Berg aus! Knall ab! Ich hab gesagt, du sollst aussteigen! LOL! Er ist weg. Das kann doch nicht Alter, wahr sein, was hält der denn aus, ey? Aussteiger! Überfallen! Stehen bleiben und aussteigen! Oh, das ist natürlich jetzt schade. Das ist ein Heli! Egal! Ausrauben! Die Polizei landet. Das sind die Bullen! Das ist abhauen im Hatchback! Ich sag mal, ich zieh nicht rein für Geld! Ich hab $80 hab ich ihm abgenommen, ja sicher! Da passen aber keine 5 Leute rein! Ich bin minimiert! Ja, ich dachte du. Ich bin drin! Nein! Ich hab da keine 5 Leute reinpassen! Ja, warte mal, der ist nicht weg, oder? Der schwebt zu mir. Ja, nein, der schwebt aber nur, der landet nicht. Da kommt was anderes an! Vorsicht! Alter, Vorsicht, das ist gerade mal! Null! Vorsicht! Vorsicht! Was geht hier ab? Oh Gott! Fahren! Oh mein Gott! Das ist auch ein Null! Raus! Wie raus? Ach so! Scheiße, Mann! Was machen ihr Kinders? Renn! Und lass dich nicht erwischen! Boah, da sind die in mich reingefahren. Ey. Wieso muss ich eigentlich rennen? Ich hab gar nichts gemacht. Die machen ja echt voll die Suicide-Bomber, ohne Scheiß. Ich kann die Tür nicht öffnen von dem verfickten Haus. Ich will mich verstecken. Adi, komm schnell. Wir brauchen deine Hilfe. Kurz ruhig. Ich weg bin ich, jawohl. Alles klar. Jawohl. So, meiner. Und tschüss. Oh! Bist du drin? Nein, noch nicht. Alter, fahr noch nicht. Los. Peter, ich bin der vorne steht. Alter, was macht der? Was macht ihr denn da? Ich sehe dich gar nicht, Bram, ohne Spaß. Irgendwie explodiert hier gleich was, kann das sein? Was macht ihr für eine Scheiße da? Nein, steck doch rein! Oh. Warum? Wo ist der? Ich töte jetzt die Polizei mit! Ja, komm doch her! Ja, bleib stehen! Da ist die Polizei! Schieß doch auf die Pullen, Mann! Schieß, ich hab keine Schusspfeil! Ich hab keine Schusspfeil! Ja, Mann! Ja, ich war, oh mein Gott! LOL! Alter, irgendjemand hat hier gerade richtig hinten drauf gefahren. Das war's, ich bin tot. Ich auch. Oh mein Gott, ich fahr mit 3 Reifen jetzt noch! Klops wurde von Donald Duck getötet. Ich fahr mit 3 Reifen jetzt von weg! Von Donald Duck getötet. Nein! Alles klar. Ich fahr mit 3 Reifen. Oh mein Gott! Sie haben mich eingeholt! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie haben mich weg! Oh nein, lol! Ich werde nicht kampflos aufgeben! Guck mal, jawohl, Junge! Ich lebe oh noch! Oh mein Gott, das war wieder einfach nur die pure. Jetzt hab ich nur noch. Jetzt Chaos. Hab ich gar keine Reifen mehr. Okay, ich bin drin. Hat da mal irgendwo ohne Probleme geklappt? Oh mein Gott. Das war ein Einsatzkommando wirklich gestohlen, Junge. So wie sich das gehört, einfach nur. Kannst du die Sirene anmachen oder so? Gar kein Problem. Achso, hier ist ein Schild. Ist vielleicht steht es da drauf. Ja, hier steht's doch. Nein. Mein Gott, ich hab's ganz übersehen. Ich zeig Ihnen kurz, wie weit die Sperrzone geht, Herr Jung. Kommen Sie weiter mit. Irgendwann. Okay. Warte, ich komm dazu. Hier, Ramses. Warte, ich bin doch da. Ich bin sofort da. Hören Sie mal, guter Mann hier, James Ryan, ja? Uns liegt eine Beschwerde vor, dass Sie offenbar das Quad geklaut haben, dass ich hier gerade mal. Nee, bleiben Sie stehen! Hören Sie mal! Nicht hier wegrennen! Stehen bleiben! Geklaut! Der hat mein Quad geklaut! Officer, jagt ihn! Ich bin nur Ordnungsamt. Das ist Widerstand gegen die Staatsgewalt, hören Sie mal, junger Mann, so geht das aber nicht! Das Leben hat keinen Sinn mehr! Wollen Sie nicht lieber runterkommen? Es ist ziemlich gefährlich, was Sie da oben machen. Nee, der schnellste Weg wäre jetzt schon nach vorne! Ja, oder Sie drehen einfach rum und gehen wie jeder normale Mensch die Treppe runter.
Da ist aber gerade schon mein Freund bei gestorben, die Leiter runter zu klettern. Das stimmt sogar. Los, spring doch, ich wette, du traust dich nicht. Fuck you! Komm mal bitte weg. Ja, dass ich doch getraut. Leichenfleddern! Leichenfledder? Das war schon mal eine geile Erzählung. Kajun, einmal bitte weg. Hier gibt's nichts zu sehen. Das hat keiner gesagt. Ich würde mit meinem Rechtsanwalt sprechen. Hast du jetzt echt keine Lizenz? Natürlich habe ich eine. Das war ganz jetzt die Aussage. Nein. Nein. Also Sie müssen jetzt eindeutig den Fahrführerschein vorzeigen oder wir beschlagnahmen den Wagen. Oh. Ciao! Wie schnell fährst du denn? 140. Die beschleunigen auch gerade. Wo ist was denn? Bevor der tötet uns gleich. Oh mein Gott! Was ist denn? Bleib mal hier stehen, warte mal kurz. Frag mal, ob die uns helfen können. Oh, oh nein. Oh mein Gott! Nicht schon wieder! Die hatten nicht die Sirene an, wir können also weiterfahren. Ja eben, fahr weiter. Ja cool, er steigt wieder ein, ist also alles easy. Jetzt fahr nicht in den rein. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Das sah gerade so aus, als ob Sie da irgendwo reingefahren wären. Das war ein bisschen was. Alles cool. Ich habe ein bisschen gesoffen. Alter, da kommt was, nee, jetzt fahren okay, sie. Okay, es war nur ein Schmetterling. Ohne Mist, ich dachte, ja, das wäre ein Köpfchen, der durchs Wasser kommt. Zwei Autos stehen genau, fahren jetzt drüber. Die fahren los. Drei Autos. Die kommen. Ja. Jetzt geht los, meine Ladies and Gentlemen. Oh mein Gott. Erstmal Sirene anmachen. Das ist ja mega behindert jetzt gewesen. Ich bin tot. Getasert. Lol, die haben dich getasert, du bist doch nicht mal tot. Lol, no entry, Config schließen. Ramses. Obwohl, jetzt sind alle schon tot, die kommen alle. Schon, ich erschieße! Ich lebe jetzt noch! Bin tot. Scheiße. Ich lebe noch. Ja, ihr seid getasert worden. Ich bin tot. Ich bin tatsächlich tot. Oh, ja, jetzt bin ich tot. Wow, hat ja echt lange gedauert, ohne Scheiß. Und wo kommen die denn jetzt hier rein? Von hinten oder von vorne? Von überall. Oh, ich bin tot. Wir haben 7 Minuten 43 gebraucht. Hey. War ja auch fast gar nicht vorhersehbar. Ja, das ist aber cool, klug von denen gemacht, weil sie sammeln sich erst, denken sie, wir haben Zeit. Ja, ohne Spaß. Zeit. Und du denkst dir schon so, wir haben schon über die Hälfte geschafft, haben wir geil. Dann machen sie noch schön D-Sync rein. Toll. Ich wurde auch noch festgenommen, so eine Scheiße. Das ist gut, dann kostet das wenigstens für mich nicht extra, das ist gut. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Altis live mit Alimente, aka Christian nehme ich an, ja. UD, aka Brammen, David Stern, aka David Stern heißt das, Junge. Und Mr. Player 1, aka Jay. Mr. Player 1. Und Rummel mein Bauch. Und Rummel mein Bauch, genau, aka Pete. Und wir sind auf einem neuen Server, nachdem wir. Ja. Der letzte, der war, weißt du, der war uns auch einfach zu langweilig, der war einfach zu doof. Oh, voll scheiße. Die hätten es gern gehabt, dass wir da weiterspielen, aber wir fanden es halt irgendwie langweilig. Deswegen sind wir uns auf einen neuen Server gegangen. Und hier ist ein bisschen was anderes. Wir sind tatsächlich beim Autohändler von Kavala. Einmal aussteigen, bitte! Bitte, nicht so viel! Dann heißt du so einen Trucker-Arsch aus der Karre bewegen, Junge! Geht doch! Dankeschön! Dies ist ein Überfall! So, Junge! Der soll uns die Autoschlüssel geben! Der soll uns die Autoschlüssel geben! Ja, dann sagt ihm das doch! Geben uns die Autoschlüssel! Geben uns den Schlüssel, Boss! Ich kann den reparieren! Reparier den! Sehr gut. Wer steht euch da hinten? Ha, die ist das? Gib einen von uns den Autoschlüssel. Wir stehen da so. Schlüsselbund. Guck mal, da ist einer so. Anhalten! Oh, sorry. Hoch. LOL! Wer ist da gerade in die Luft? Ich bin da reingedesinkt, sorry. Ja, jetzt fahre ich an dem LKW vorbei, wenn der LKW hochgeht. Aber Problem. Der LKW kippt nicht um, der fährt ganz normal weiter. Nee, wo bist denn du da gerade reingefahren? In Quad. Da kam der Quad entgegen.
Du bist einfach reingefahren. Oh Mann, ey. Alter. Das war aber knapp. Oh, er wartet hier. Dies ist eine Übernahme von Kavala, alle auf dem Boden, Jungs. Jetzt geht hier richtig die Party ab. Leute, ja, Alter, ich wurde wirklich angeschossen. What the fuck? Wer schießt? Oh mein Gott, wer schießt? Alter, wer schießt rum, ey? Der hat die Alter, ist das am Ruckeln hier? Die Polizei geht hier schon voll ab. Was machen die denn hier? Sollen wir jetzt schießen oder nicht? Ja, natürlich. Also, schießt also, die ganze Zeit. Okay. Blöd, da läuft wieder einer. Ordnungsamt. Ich hab den wieder abgeknallt. Ja, hier ist Mann. Was geht da mit dir ab? Ich bin gefangen. Ich bin festgenommen. Ich bin auch gefangen. Ich stehe hier nur rum, ey. So eine Scheiße. Hast du jetzt gerade einen umgenockt? Ja, sicher. Wieso kann ich mich denn nicht rausbewegen? Oh mein Gott. Was ist Bram, du bist so ein Mongo. Ich hab mir gerade geschrieben, bitte auf Details wegen 2 Punkten. Ja, ich hab nämlich hier auf dem Server habe ich nämlich schon 2 Penalty-Punkte, ja. Weil ich mich versucht habe, selbst umzubringen in der Safe Zone und weil ich fast überfahren wurde. Ja, gibt 3 mal Penalty-Punkt. Ja, und dieses Haus hier ist kaputt, weil Fenstonwald explodiert ist. Also wir fangen bei 0 an quasi. Ich hab 2950 Geld. Ey, ich hab schon 3500, hammer nice. Warum hab ich jetzt 500 mehr? Boah, ist das dunkel, ey. Und da ist Christian auch auf dem Quad. Okay. Okay, dann können wir los. Hardy fehlt noch. Ab zum Applefield. Naja, Hardy ist hinter mir. Wir sind noch 5. Okay. Muss ich hier lang biegen, oder? Null! Nice! Peter, da ist dein dritter Strike! Echt jetzt? Ja, Peter hat gerade einen. Nee, ich hab erst einen Penalty bekommen. Alles cool. Die wurden wohl irgendwie wieder gelöscht. Scheiße. Wir sind voll die Road Crew, ey. Hast du jetzt 2 oder was? Nee, diese Safe-Zone. Wieso sind wir eigentlich nur 4? Sell! Ich hab ihn gesellt! Ja, jetzt musst du doch überleben! Jetzt muss ich rennen! Mama! Links über den Berg! Links über den Berg! Jay, halt die Fresse! Mama, ich lauf doch links über den Berg! Jay. Da steht unser Heli. Alter, ich seh nicht. Du brauchst jetzt nicht heulen wie ein kleines Mädchen. Ich renn doch! Ich bin tot. Na, schade. Aber unser Heli stinnt da halt noch. Oh, jetzt bin ich auch tot. Krieg ich dich denn? Wieso? Ich kann dich irgendwie nicht freimachen, Christian. Ach, doch, kannst du Mausrad, du Bongo. Du hältst mal dein Maul. Spaß dir, ey. Willst du aufmüpfig werden? Ich hab doch gar nichts gesagt. Alter. Oh Mann, ey. Ich bin gerade festgenommen worden, das sehe ich nicht ein. Mit der Rechte verlangen, dass ich nicht festgenommen werde. Doch, das sind die Rechte, wenn wir auf dem Checkpoint hier. Und du bewegst dich ja einfach durch die Gegend, obwohl ich gesagt habe, dass sie stehen bleiben. Das kam so nicht an. Ja, das ist eine Frechheit der Rechte und das ist nicht so zu akzeptieren. Ja, das sehe ich aber anders. Und zwar berufe ich mich auf die Serverregeln, dass die Gesetzesgrundlage dafür darstellt, die ich mir gerade noch einmal durchgelesen habe. Und zwar haben sie keinerlei Recht, ohne wirklichen Grund uns festzunehmen zumindest. Sie haben zwar jegliches Recht, uns zu durchsuchen, aber nicht uns festzunehmen. Deswegen bitte ich und verlange ich sofortige Freilassung. Ihr spielt keine Rolle, die Regeln gelten trotzdem. Ja, das dürfen sie gerne tun, aber nicht mich festnehmen. Deswegen bestehe ich auf eine Freilassung. Haben wir das Recht hier, sie durch zu... Ja, und wenn sie jetzt mal zuhören würden, dann würde ich, hätten sie gehört, dass ich schon dreimal gesagt habe, dass sie das zusteht, aber sie haben kein Recht, uns zu fesseln. Na herrlich. Ja, mach mal bitte Fernglas raus. Fesseln, um sie zu durchsuchen. Ich habe keine. Ja, aber einzeln und nicht uns alle nebeneinander zu stellen und uns zu fesseln. Wir verlangen, dass sie uns jetzt sofort loslassen. Was ist das denn? Was ist das denn? Haben sie auch nichts zu verbergen? Dann geben sie mir auch mal ihren Laptop, dann kann ich mal gucken, ob da mal geschützte Musik drauf ist, die sie illegal runtergeladen haben. Das ist ja Schwachsinn, ja. Datenschutz hier und Verfassungsschutz, das ist eine Frechheit, ja. Wenn wir das dem Commissioner von Altes erzählen, das geht auf keinen Fall durch. Sie überschreiten ihre Kompetenzen, Officer. Haben wir es jetzt? Nein, haben wir noch nicht. Ich kann ja noch stundenlang reden. Ja, das ist nämlich mein Job. Sie überschreiten die Kompetenzen und deswegen verlange ich die sofortige Freilassung, denn das ist außerhalb ihrer Rechtmäßigkeit und das kann so nicht angehen. Selbstverständlich. Dann zeigen Sie mal den Paragraphen, in dem drinsteht, dass Sie uns alle nebeneinander stellen können am Checkpoint, um uns zu fesseln. Der existiert nämlich nicht. Soeben nachgeguckt. Sie haben das Recht, uns zu durchsuchen, aber nicht uns zu fesseln und vor allem nicht alle gleichzeitig zu fesseln, da keine Gefahr von uns ausgeht. Um sie zu durchsuchen, müssen Sie fesseln.
Ja, aber nicht alle gleichzeitig. Deswegen können Sie gerne den, der gerade gefesselt, den Sie suchen müssen, gerne kurz davor fesseln, nach voriger Befragung, ob das für den Einzelnen in Ordnung ist. Nur einer immer wieder aus dem Fahrzeug aussteigt. Und nicht alle gleichzeitig. Uns wurde gesagt, dass wir alle aus dem Fahrzeug aussteigen sollen. Officer, Sie überschreiten hier ganz klar die Kompetenzen. Also ich werde auf jeden Fall mit Commissioner und Lieutenant Vito reden und das kann so nicht angehen. Und hinzufügen möchte ich auch, dass ich von Ihnen nicht, dass ich Ihnen nicht zustimme, dass Sie mich durchsuchen, weil ich keine Gefahr durchgebe. Sie können gerne natürlich jetzt ein erhöhtes Mitglied der Polizei dazu rufen, weil das hat das Recht dazu, aber Sie selbst als Officer nicht. Ich habe das so, meine Herren. Es dürfte hier nein, haben Sie nicht. Mal Ruhe zu sein. Ja, wir sind hier am Checkpoint des Staates Altes. Der Staat Altes ist ein Polizeistaat. Das ist nun mal so. Und aus Sicherheitsgründen, ne? Ja, das sind jetzt Regeln, die Sie sich gerade aus Ihren kleinen schwarzen Büchlein mit den Frauen von gestern Nacht herausziehen, ja? Das finde ich eine Frechheit, ja? Es muss auf jeden Fall so sein, dass Sie sich an die Regeln dieses Gesetzes und dieses Bundesstaates halten. Deswegen fordere ich von Ihnen, dass Sie uns jetzt freilassen. Das kann so nicht angehen. Nein, Sir, darauf werde ich mich nicht einlassen. Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, darauf bestehe ich. Und bevor nicht Leutnant Vito hier eintritt, werde ich überhaupt nicht die Klappe halten. Sie haben kein Recht dazu, mir den Mund zu verbieten. Ja, das ist okay, wenn der Chief kommt, der kann gerne herkommen. Aber dadurch, dass der Chief ja kommt, haben Sie ja gerade selbst gemerkt, dass Sie Ihre Kompetenz überschritten haben. Mir war nur wichtig, dass das geklärt ist, ja? Was der Chief jetzt hier ist, ist für mich vollkommen okay. Aber Sie, Officer, haben Ihre Kompetenz überschritten und das ist nicht recht. So einfach ist das für mich. Ja, Sie dürfen mich durchsuchen, gar kein Problem. Ich finde nur, dass der Officer seine Kompetenz überschritten hat. Achso, Sie wollen nicht von einem Officer durchsucht werden? Nein, ich möchte nicht von diesem Officer durchsucht werden. Von welchem Officer? Von Suga D6, weil es wäre ein sehr komischer Name, aber darüber möchte ich mich hier nicht weiter äußern. Das war keine Beleidigung, das war nur eine Anmerkung. Welchen Grund haben Sie, dass Sie von diesem Officer nicht durchsucht werden wollen? Der Grund ist ganz einfach, laut den Regeln in dieser wunderschönen Welt, in der wir uns befinden, hat ein Officer kein Recht dazu, uns alle oder die komplette Mannschaft hintereinander zu fesseln und wegzudurchsuchen, ohne dass wir eine Gefahr darstellen, was wir offensichtlich nicht tun als einfache Reisende, die gerade versuchen, Altes zu erkunden. Sie als Chief hingegen haben natürlich das Recht in dem Sinne schon, aber da der Officer sogar in meinen Augen sehr offensiv gegen uns angegangen ist, ja, musste ich halt darauf bestehen, dass halt der Vorgesetzte ankommt und das habe ich dann auch gemacht. Da stimme ich Ihnen soweit zu. Aber ich möchte kurz dazu hinzufügen, dass Mr. Player One nicht zu unserer Gruppe gehört, der ist von einfach in unser Auto eingestiegen. Am Arsch! So gut, das ist für uns nicht klar ersichtlich. Er bewegt sich mit Ihnen mit in diesem Moment gelten Sie dann trotzdem als Rebellen. Ich möchte ganz kurz anfragen, warum Officer Keno gerade einen Lockpick gegeben hat. Versehentlich, ich wollte eigentlich nur ein... Also wenn das jetzt sein soll, dass mir irgendwelche Straftaten angehangen werden, ja, weil irgendwie jetzt mir unterstellt werden soll, dass ich Autodieb bin oder so, no sir, ich bin nur ein Tourist und das ist echt eine Frechheit, wenn wir... Hey Jude! Es heißt Judi! Ha, Mr. Player 1, macht einen Ticket von 60.000. Ja, Herr Judi! Alter, nicht im Ernst. Wäre der mal so clever gewesen und hätte genau wie ich die Waffe ins Auto gepackt. Die suchen die nämlich. Alles gut, alles gut. Ja, das Auto liegt doch in der Karre, wa? Die Waffe. Ich habe meine Waffe mittlerweile wieder rausgenommen. Der hat mich schon durchsucht. Also habe ich die wieder aus dem Auto rausgeholt. Die ist bei mir im Rucksack. Ja, warum? Die haben uns doch noch nicht zum Anhalten aufgefordert. Blaulicht hinter dir ist nicht anhalten. Ja, aber die hatten auch gerade Blaulicht, als wir denen entgegengekommen sind. Wir stehen die ganze Zeit schon mit Blaulicht auf der Straße. Was deswegen will ich jetzt nicht hier mit 150 langfahren, sonst halten die uns nachher nämlich echt an. Wir fahren doch mal nach rechts. Der will 100 pro, dass wir anhalten. Das meldet ja uns. Halt an, wir springen ab und machen den kalt. Okay. Wir haben gerade den Kampf eröffnet. Jin und Jude ist tot und Keno ist tot, yes man! Alles klar! Wir ficken die, so, wir gehen den Wagen jetzt verkaufen, zack! Ja. Komm los, go, wir gehen jetzt verkaufen! Moment, repairen, Was für ein Bein? Jemand hat was gesagt? Grün-weißer Party, eine blau-weißer Party. Ich werde dich aber ein bisschen umlenken, damit du nicht quer durch Chop-Chop fährst. Alter Jay. Oh, wie kann man nur so dumm sein, ey. What the fuck? Lol, jetzt wird's hier voll geschossen. Wer schießt?
keine Ahnung. Oder warum schießen sie bitte in einer Safe Zone auf mein Auto? Sachen weg. Was für Sachen weg? Ich hab keine Waffe. Siehst du doch. Ich hab keine Waffe, du darfst in der Safe Zone nicht schießen. Ergeben Sie sich. What the fuck? Was passiert da? Wir haben mich abgeschossen in der Safe Zone. UD wurde von Suga D6 getötet. Und mit welcher Begründung? Mit der Begründung, dass ich eine Waffe in der Hand hätte, die ich nicht hatte. Ich bin gerade getötet worden. Ach so. Ja, sorry. Ja, und zwar, ich bin in der Safe Zone getötet worden. Das schreibe ich auf jeden Fall einem Admin. Ja, wenn Sie nicht stehen bleiben... In der Safe Zone, du Lutscher! Geh mir nicht damit auf die Eier, ja, du Wichser! In der Safe Zone! Bram, dafür kannst du gebannt werden. Ja, okay. Beleidigung. Ja, das kann nicht wahr sein. Ey, in der Safe Zone, da hätte man tasern können oder so. Ja, aber nicht direkt töten. Was soll das denn bitte? Alles klar, also, der Real Madrid ist richtig, richtig pisst, ja. Er hat gerade zu mir gesagt, er will mich umbringen, wenn ich die Safe Zone verlassen habe. Direkt. Der Typ. Ich habe mein Mikro gerade angelassen, die haben das gut gehört. Jay, dein Mikro ist an, haben sie gesagt. Ja, das ist egal, einige sagen genau. Alles klar, Waffen runter mit euch, keine Bewegung, Waffen runter, na los, weg! So, Kollege, Sie kommen jetzt ins Gefängnis. What the fuck? Der hat mich getötet einfach in der Safe Zone! Ja, wie kann er geschossen haben, nachdem er getased wurde? Der Bro hat mich gerade getötet in der Safe Zone! Ich habe gerade eine Waffe von denen gesnackt. Das ist ein Überfall! Direkt am Boden gelegt. Erstmal umnocken. Erstmal im Zeitschannel geredet, scheiße. Dies ist ein Überfall, meine ich! Hallöchen, mein Freund. Leider befindest du dich auf unserem Gebiet. Das können wir so nicht zulassen. Der Hemd wird beschossen. Wer schießt denn hier voll geil? Wer schießt hier? Ist das fucking awesome? War! Ja, Mann, jawohl! Jawohl! Das war Nagel! Das war Nagel! LOL, das war ein... Oh mein Gott! Der muss hart genannt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, die schießen direkt! LOL! LOL, nicht schießen! Ich bin getasert. Oh. Ich bin direkt getasert worden. Ich liege auch. Ey, Bram, kannst du mir irgendwie 2000 zustecken? Ich hab 0 Euro dabei. Ich hab 10.000 oder so. Die bauen die ziehen die ab aus dem Dingens, aus der Bank. Ja, aber ich hab 33.900 auf dem Ich kann das leider nicht bezahlen, ich hab nicht genügend Geld. Ganz unauffällig, so voll am lauten rumbrüllen. Hat er dir gerade Geld gegeben? Ja, 5 Dollar. Moment, haben sie ihm gerade Geld gegeben? Dann muss ich sie leider festnehmen wegen Bestechung. Ach so, okay. Ich glaube, sie flunkern. Also, es tut mir jetzt furchtbar leid, nicht? Also, was? Entschuldigung, nochmal, müssen wir jetzt aufflüstern? Würdest du ihm was ausmachen, wenn wir sie einmal durchsuchen? Ich glaube, die Hose ist ein Kopf. Oh ja, durchsuch mich. Oh. Okay, auch wenn es ihm gefällt, werde ich sie jetzt trotzdem einmal kurz durchsuchen. Da sie sich ja schon ein bisschen komisch verhalten, würde ich sie auch gerne nochmal auf Drogen untersuchen. Ist das auch okay? Okay, das würde jetzt einmal ganz kurz pieksen, nicht? So, das war's auch schon mit dem kleinen Piekser. Tja, ich kann jetzt auf Anhieb nichts Unregelmäßiges feststellen, bis auf die Tatsache, dass sie natürlich eine kleine Neigung haben. Ich würde sie aber bitten, das gegenüber den anderen Mitbürgern von Altis in Zukunft zu unterlassen, nicht? Oh, ich bin gerade so richtig geil auf. Ja, das ist ganz schön für sie, aber da kann ich ihnen natürlich jetzt nicht beihelfen, nicht? Oh mein Gott. Oh, ohne Gummi 100. nee, dankeschön. Wenn wir da jetzt jemanden finden, der auf dieses Angebot eingehen sollte, dann ist das in Ordnung. Ja, Prostitution ist nicht verboten, aber ich selber bin da jetzt gerade nicht interessiert. Wie viele Liter schaffen wir denn? 13 Liter schaffen wir. Ja, bist doch voll. Ja, von 599. Ja, die ganzen 1000 Liter. Oh
Gibt's denn ein ATM? Hier gibt's doch ein ATM. Oh mein Gott, wir sind aber auch echt richtig clever, ey. Boah, ohne Spaß, direkt aussteigen. Warum startest du schon wieder die Rotoren? War ich doch gar nicht. Stehen bleiben. Ja. Ey, stehen bleiben, boom, weggerammt und jetzt, läuft. Oh, jetzt werden wir beschossen. Ja, der ist direkt ausgestiegen. Ich glaube, der ist sauer. Weißt du, das sind unsere Altesanfänge, die gemacht haben. Stehen bleiben. Wollen uns mit dem Pickup abdrängen, die Mongos. Der hat die Mauer geküsst. Hab ich leider nicht gesehen, aber das muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Das sah ganz witzig aus, ja. So, jetzt nach links. Ja, tschüss. Der Wagen ist im Arsch! Oder? Ich glaube, der Wagen von dem ist im Arsch. Die steigen auf jeden Fall gerade. Anhalten, das ist ein Überfall. Mein Gott, die Leute fahren überhaupt nicht mehr richtig. Die fahren nur auf ihren Autos durch die Gegend und versuchen, Hamels zu überfallen, ey. Voll geil. Ja toll, wir haben sie nicht getroffen, was bist du für du? Ja was, die sind ausgewichen! Jetzt fahren wir in die falsche Richtung! Oh Peter, chill. Ja, chill. Chill. Alles ist cool. Bieg rechts ab! Okay. Und jetzt? Da kommt euch noch einer entgegen. Hinter euch ist jetzt noch einer. So, jetzt pass auf. Jetzt fahren wir wieder richtig. Aber ohne Scheiß, wir überleben das eh nicht, wenn wir jetzt zum Chop-Chop fahren, ja? Guck mal, wie viele guck mal, wer da hinten steht. Alter, die werden uns rausschießen. 100 Pro, wir werden sterben, Jay. Niemals! Wir werden nicht sterben! Ja! 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 Oh, Scheiße! Du bist echt nicht gestorben. Ich bin echt auch nicht gestorben. Und hast du nicht grad... Aber du hast auch keinen getroffen von denen. Nö, aber den Grünen habe ich einmal überfahren, so Monster Truck mäßig. Jetzt nach links ziehen. Boah, lol! Alter, wir sind voll gesprungen. Aber echt mal, wieso krass, hast du denn nichts abgekriegt? Der hat das voll, Alter, was ist das denn für ein Monstrum Truck da vorne? Oh Gott. Du hast ihn voll abgedrängt. Oh, sieh ja. Jawohl, er ist explodiert! Jawohl! Sind die getötet? Hausparty und Leute wurden getötet! Nicht dahin! Der Orca steht da! Welcher Orca? Der Orca von vorne. Ja, der Orca, der uns überfallen also wollte. Also wenn die auf uns schießen, könnte es sein, dass ich die Steuer verliere und in den Orca reinfahre. Nicht möglich. Jetzt LOL! Alter, was? LOL! Was tut dieser Wagen? Der hat sich gerade bei mir fett überschlagen. LOL, der ist auch explodiert! Was tut die hier? Max wurde getötet. Hier jetzt? Jetzt hier rechts. Ja, hier Alter. Rechts. Was geht hier und bitte ab? Wenn du der Straße folgst, heizst du voll auf den Orca zu. Ja. So, gelandet. Wo ist denn der ATM hier? Direkt hinter der Mauer rechts. Hier rechts? Ja. Okay, jetzt bin ich wieder am Server, jetzt sind keine Zwischenplätze frei. Ja! Erfolgreicher Coup! Guck auf die Uhr. Deposit, jawohl! Und dann synken wir die Data und alles ist cool. Langsam. Oh mein Gott. Holy fuck! Hast du damit drauf? Ja, aber volle Kanne. Alter, was ist jetzt passiert? Der Polizei, der Herr Doktor, Herr Lande! Bescheid und in Kacke! Einfach ohne Waffen, habe ich das richtig verstanden? Ohne Polizeianzug, der soll nackt sein. Okay. Also hätte gerne eine Limousine und ein Fahrer und ein Polizist, der nackt ist, der nicht fährt. Jungs, habe ich so weitergegeben. Jungs, das finde ich eigentlich okay, da müssen wir nicht. Okay. Oder? Also ich denke mal, das können wir erfüllen, da können wir RP-technisch das auch erfüllen. Oder wollt ihr jetzt zugreifen? Jawohl! Achtung, da kommt. Ihr miesen Scheißlutscher, Jungs! So, fuck you mit dem Gesetz, Junge! Beide getasert, ey! Jo, so läuft das hier, Junge! Jetzt könnt ihr mal stehen, was hier passiert! Medics nach oben, Medics! Medics, bitte helfen! Das schießt so kurz. Ne, das bin ich. Setz dich jetzt noch unter Druck, falls da noch. Also hier spricht Polizei, das Haus ist sicher. Da kommt einer hoch. Mach die Hände hoch. Sicher, okay, dann kommt. Das Haus ist sicher.
Jawohl, Junge! Die alle wegkratzt! Jeder, wenn du mal zu mir kommst, ja, einer ist auf dem Dach. Einer steht gerade aufs Dach. Keine Ahnung. Jawohl! Peter voll on the road! Gib's nicht einfach mal! Auf alles schießen. Können mich alle mal am Arsch lecken, ihr Nutten! Ey, ich könnte während der Fahrt jetzt ejecten. Soll ich einfach rausspielen? Ja, mach. Okay, warte, ich warte, bis der voll Speed hat. Der hat ihn vergessen abzuschließen. Jetzt. Ich bin da auch. Du bist so ein Spasti. Schreibt schon da eine. Das ist eine Behinderte. Ups. Mokno. Guck mal, lacht der Bram noch mehr drüber als über meinen lustigen Witz, wenn ich Mokno schreibe. Warte mal, wo ist egal, lass die Kings überfallen, dann komm ich mit 5. LOL! Was ist denn das? Der fliegt da! Was ist denn das so? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Alter! Der ist gerade aus dem Heli gesprungen! Ich wollte schreiben, Mann! Hat keiner auf eine Aufnahme! Doch, ich hab aufgenommen! Das kann nicht wahr sein! Als ich schon am Boden lag. Mann, ist das eine Scheiße, ey! Alter, ey, ich könnte kotzen! Wie hast du das denn jetzt hinbekommen? Ich wollte schreiben da unten! Ich hab scheinbar Enter gedrückt und scheinbar habe ich dann schon irgendwie aussteigen oder Eject oder was auch immer drin gehabt. Peter, warum hast du nicht abgeschlossen? Aber das Ding ist doch abgeschlossen. Mensch, Peter, ja scheinbar nicht. Ja, es war abgeschlossen, kein Scherz. Es ja, war abgeschlossen. Ich bin dann draus. Moment, aber Peter, dein, vielleicht ist das auch. Du kannst immer auf Abspringen drücken. Nee, Alter, der Lock ist dann nicht, Tobi. Ist das schlecht, ey. Okay, wo sind die Motorräder, Kollege? Oh mein Gott! Feuer! Feuer, echt? Ja. Sind die down? Der eine ist im Haus. Einer ist down. Der andere ist ins Haus gerannt. Okay, ich renn hinter die Kirche. Okay. Okay, ich wurde abgeschossen. Was? Ja, okay. Komm schon, ja, okay. Er sitzt drin. Oh mein Gott, er fährt rückwärts! Nein! Nein! Guckt ihr euch das an? Nein! Jockel, nein! Jockel, it's genius! Aber mach Arsch für Jockel! Jockel! Wow! Oh mein Gott! Ich wusste, dass du irgendwann was so gebrauchen wow. bist. Wow! Oh mein Gott! So, wir haben keinen Sprit mehr. Also fast kein Sprit mehr und fast also überhaupt keine Munition mehr. Aber wir haben die Karre. Was? Raus aus deinem Heli oder wird geballert! Das funktioniert nicht mehr mit dem Tanken! Oh mein Gott! Komm raus da! Hey, ich hab gesagt, du sollst da raus! Überfall! Lol. Ich glaube nicht, dass der nochmal anhält, nachdem er von uns erstmal angehalten wurde. Okay, lass weiterfahren. Wir sind fürchterliche Banditen. Ey, der landet doch nochmal. Oh ja, stimmt. Ja, komm runter da, Kumpel! Besser ist halt für dich! Komm okay. runter, hab ich gesagt! Ich verstehe kein Wort übrigens. Oh, nicht, dass er uns roten will. Boopt der uns jetzt? Was macht der? Versucht er uns zu boopen? Und er ist abgestürzt! Oh nein! Oh nein! Oh, oh! Ich hab gegen den Fußraum geschossen! Oh, oh! Oh Gott! Okay, lass schnell weg! Lass weg! Okay, alles klar, Moment, hast du die Nachricht noch geschrieben? Ich hab die Nachricht geschrieben, ja. Okay, war RP. Diesmal kann mir niemand was sagen. Ach du heilige Scheiße. Ich hab nur gegen den Fußraum geschossen. Wie Jockel. Aber du hast von hinten gegen den Fußraum geschossen. Eigentlich dürftest du gar nicht getroffen. Ja, eben.
Vor allem, ich habe auch nur Stückchen Feuer gemacht. Ich habe nicht mal da voll drauf gerotzt. Oh Moment, ist der vorher schon gestorben? Ist der durch unsere Schüsse gestorben? Ja, der wurde heavily wounded durch mich und dann ist halt der Rest. Ach so, durch dich, alles klar. Ey, Peter, ich kenne das mittlerweile schon. Ne? Gleich kriege ich wieder so eine kritische SMS, die heißt, ersetz mir mein Helikopter, ich melde dich bei den Admins. Warte ab, das kommt gleich. Oh Gott. Wow, more of Alter, please, really, Jockel? Was denn, wow, Jockel, du bist der größte Idiot der Welt. Was denn? Der hat doch gerade gefragt, shit. Mann. Der hat doch gerade gefragt. Vor dem Server Restart. Ja, aber wir sind doch alle... Hey, Jockel, du bist wirklich manchmal total Banane in der Birne. Was denn? Holy fucking shit. Nein, hey, so Jockel, schlimm, ne? War's jetzt auch wieder. Wow, wow. Wow. Ich finde das durchaus legit. Ja, total legit so. So übrigens, der Außenposten ist frei. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Nichts wird dir passieren. Ich bin ganz ehrlicher Spieler, der einfach nur einem helfen würde. Jocke, hör doch mal auf, ey. Du hast dich wieder in Scheiße geritten. Ohne Flachs, Alter. Wobei, eventuell werden jetzt die Polizisten auch da sehen das jetzt und denken sich, okay, da müssen wir mal vorbeigucken. Dann kriegen wir wenigstens Police Action. Sehr gut. Mich kann er nicht sehen. Ja, mich schon. Ich liege in der Röhre drin. Sehr gut, scheiße. Also ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Wir sagen alle vielen Dank, dass ihr die Folgen geschaut habt bis zum Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Bis dahin. Ciao. Haut rein, Leute.